Da sind wir wieder. Und das müsste jetzt sein, Folge 99. Sehe ich das richtig, Herr Wolfskin? Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, es könnte in der Tat möglicherweise so sein. Ja, und wieder achtmal Matt, so wie letzte Folge auch. Das sind übrigens die Jungs mit den PPK-Stalkern, ne? Oh ja. So, Bersi hat Kommando. Ich gehe, Ja, ich baue gerade die Lanzen zusammen. Ich gehe Appertown. Für alle Zuschauer, falls das nicht Folge 99 ist, ist die nächste Folge 99. Dann nehmt ihr quasi an einer historischen Folge teil. Entweder heute oder übermorgen. Yes? Oh ja. An einer historischen Folge. Sollte das nicht 99 sein? Weißt du nicht, vielleicht haben wir uns ja verzählt. So. Lasst mich mal bitte. Ja. LRM, wo sie steht, da gehen wir erstmal hin. Trickshot, du bleibst bitte bei D2. Gibst bitte Deckungsfeuer für unseren Scout in Upper City. Wolfskin, du kommst mit mir. Ich bin down. Oh, scheiße. Was war's? PPKs? Ja, PPKs. Zack, Headshot. Headshot, mit PPK. Bei Mech ist noch ganz, fehlt nur der Kopf. Auf ich hab drei Kontakte, die auf Upper City zu rennen. Einer davon ist der LSR Mac. Okay. Sinner, zieh dich da oben mal zurück. Ein Arthur. Ja, ja, Sina, komm mal da weg. Ja, dann sehen die mich. Ich werde mal versuchen, ob ich hinter dem bleiben kann. Wie viele laufen Richtung Upper? Scheiße, ganze, ist das die ganze Truppe von denen? Die ganze Truppe zu sein. Ich sehe drei Ziele. Gut, neue Position für die LRMs. Wir gehen zurück zur Basis. Wir fangen sie ab, quasi jetzt auf Position Alpha. Da werde ich jetzt mal ein Angriffssymbol setzen. Da, genau da beschießen wir sie und stellen sie. Auf dem B und auf der 2 steht jeweils das Ziel und dahinter ist noch eins. Geht okay, in Deckung. Hat irgendwas zerrissen. PPK-Stalker. Wo hat es dich getroffen? Rechten Port und der Rest natürlich die New Target acquired. Scheiße. Ja, aber ich habe auch 120 Meter reicht. Nur PPC-Schaden. Wir müssen indirekt schießen, da hat ja wirklich jeder von den PPCs von Gauss Rapids dran. Christina, jetzt brauche ich die höchste Leistung von dir. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir die indirekt beschießen. Na komm, hat das. Keine Ahnung, ich habe mein UAV da hinten hochgefeuert. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas großartig bringt. Auf jeden Fall sieht die. Das bringt's. Ich sehe Bravo beschießen. Ich gehe jetzt auch ein bisschen näher ran, versuche mein UAV zu starten. New Target acquired. Ich habe relativ. Wenn ich so drin sein, ist schwer. Also. Fuck me, silly! Nee, die machen nicht alle. Ja, zurück, Zinner, zurück. Ich habe die zwei Raben angeschrieben. Okay, sie kommen durch die Stadt hier. Ich mache alle zwei Raben. Dein Boot bitte aufs Wasser zurückziehen. Und daraus beschießt ihr dann hier dran. Und da wäre ich verbrannt. Raben kommen um den Wasser. Vom Wasser, ja. Raben in der Basis. Ich bin down. Verteilt euch mit den LRMs und zu fahren. Ah. Komm über die Hauptstraße rein. Danke. Bitte. Ziel Foxtrot beschießen. Das wird's gewesen sein, fürchte ich.
Das sieht so aus, ja. Ja, hier hat man natürlich den Nachteil, dass wir Deckungsmöglichkeiten haben. Und dass unsere Scouts, also Chris hat zumindest, umgelegt wurde. Ja, das ist hier keine. Wolfskin, da müsste irgendwo noch ein Atlas sein mit einem offenen Torso. Ich habe hier was viel Schlimmeres rumstehen, was mich stört. Oh ja, das ist. Du bist übrigens der Vorletzte. Bin das Center-Torso-Treffer? Shit. Sehr schade. Die Gauss erwischt wieder. Das sind halt PPC-Stalker. Mhm. Ja, dann machst du relativ wenig. Aber es ist wirklich ein Meisterschuss gewesen, dass die Lickrisse im Laufen das beide in den Kopf schießen. Jupp. Ja, ob das ein Meisterschuss oder einfach nur Glück war. Und mir hat er gleich mit einer Salve das Bein rot geschossen und den Rest haben die Raben immer erledigt. Deswegen konnte ich den auch nicht mehr weglaufen. Ja, naja, Glück bis gelaufen. Zum nächsten Match. Da sind sie, die Hanse Raider. Natürlich wieder nur Unfug im Kopf. Ja, ich brauch mal wieder die Lanze. Miau. Ah, eine bessere Map für unser Setup. Auf jeden Fall. Chris, nimmst du die Höhle? Ich geh raus. Die heißen Tee, toll. So, ihr Lieben, Mitten Boats, bitte bei Bravo Point aufstellen. Wolfskin, bitte halt mal die bei D4, D5 da die Schwelle. Für den Fall, dass die halt über die Seite kommen. Alles klar. Kontakt im Tunnel. Okay, Trickshot bitte Richtung Tunnel, Ausgang. Irgendein leichter ECM, nicht? Okay. Raban Rich scoutet uns. Ja. Wir schießen mit den Direktfeuerwaffen. Target acquired. Genau, verjagt immer. Ich gehe zu den LRM-Booten und spinne meine Bubble. Vier Blips im mittleren Tunnelausgang. Vier? Ja. Okay, das ist eine ganze Lanze. LRM-Boot, richtet euch mal bitte bei D4 so aus, dass ihr den Tunnelausgang mit reinbekommt. Hab ich. Trickshot, wenn da wirklich eine ganze Lanze rauskommt, dann zieht ihr beide euch da bitte weg. Ja, da kommt ihr Richtung LRMs. Wir sind in der mir am nächsten liegenden Ecke von C3 mit 3 Max im Gange. Okay, kriegt der C3 mit den Komm über die Ridge! 2 Atlas über die Ridge. Okay, nimmt sie ins Ziel und dann gebt ihn. Bertha ist getaggt. Bertha beschießen. Und ich hab einen Raben am Hals. 4 Atlanten. Ja. Ne, 3 und 2. Ja, weiter Bravo. Bravo ist gleich down. Ja, ich hab ja auch einen Raben. Ja, wir kämpfen die Leichen mit dem. Quickshot zu den LRMs zurück. Ziel anschauen. Der Highlander, Ziel Hotel, der muss weg, der ist mit den XCs und Gauss vorgestoppt. Hab ihn im Tag. Okay, beschießen. Ich stelle mich in der Atlantik entgegen und kaufe ein bisschen Zeit ein. Die UAV ist in der Luft, aber ich weiß nicht, wie viel das jetzt überhaupt mitbringt. Wir kommen jetzt auch. LRMs rückwärts. Ja, Rückwärtsgang für die LRMs. Counter das ECM von denen. Habe folgt mir in D4 rein. Tot. Fuck. Achtung, Wurfskin ist von links Rabe. Ja, ja. Ich bin down. Den habe ich geleckt, den Penner. Ich rote. Das Ganze zieht zu den LRM-Booten zurück. Braucht Schutz. Chrissa, lauf ja. Der Basis. Roger. Zinner, sobald der Rab da weg ist, dann nimmst du die schnell aufs Korn, ne? Boah, ich krieg den auf die Distanz nicht rein, ey.
Na klar. Okay. Sehr schön. Nimm die Heavies. Die sind auch offen. Der andere Rabe lebt noch. Der macht mir gerade Probleme. Zieht immer alle. LM, geht auf Zieht Echo. Bin down. Den Heiler. Hier auf Gustav. Ja. New target acquired. Gustav ist schwer angeschlagen, sauber. Enemy base is being captured. In den Rücken von dem Atlas, C-Delta. New target acquired. Sehr gut, wehrt euch, nice. Bin weg. Schade. Ja, Chrissa, liegt an dir. Chrissa, du musst gleich mal das Decay gegen den Capture Accelerator tauschen. Echt? Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja. Schade, war irgendwie nicht so gut das Spiel. Der Rabe lebt noch, der wird zu dir kommen. Alles andere wird wahrscheinlich zu langsam sein. Ich cap mal einfach das weg. Ja, das stimmt natürlich auch, ja. Ah, schade, Schokolade, aber. Naja, es hat schon mal. War schon mal nicht schlecht. Lauf nicht raus. Doch, jetzt, ja, doch, jetzt kannst du. Doch, such den Kampf. Man ist schon richtig. Da kommt einer rechts von dir. Da, rechts von dir, Rabe. Rechts. Jetzt hinter dir. Er verfolgt dich. Ich glaube, seine Beine waren los. Kannst hier nehmen. Er ist noch ganz. Und dann lauft lieber zu uns am Spot und versucht da was mitzunehmen. Die sind nämlich schon auseinandergenommen. Nee, nicht wirklich. Cappen eh alles weg, bevor da ist. Ich glaube, ja, der Rabe sieht schon am beschissensten aus. Ehrlich? Ah, schade. Ah, Mist. Ja, der Rabe hat bloß genau auseinandergenommen, ne? Jo. Mich auch. Getötet hat im Endeffekt hat mich der Atlas. Ja, mich leider auch. Ich habe versucht noch irgendwie Zeit drauf zu schinden, aber egal. Ja, ich habe an diesen verdammten Rabenbeinen immer vorbeigeschossen. Aber egal. Nächstes Match. Rein genau. Spielerisch genau. War's okay. Bis gleich. Endlich mal eine schöne Map fürs Spielen. Oh ja. Ja, die kommt uns sehr entgegen. Oh, das ja. Sind die von eben. Das sind Amerikaner. Das sind die von eben. Also ist mir eigentlich ganz egal, ob das Amerikaner oder nicht sind. Die kriegen jetzt LRMs. Also 4 Atlanten, 2 Raben. Ja. Wir werden uns von unserer Basis nicht so weit entfernen. Wenn die nämlich unsere Lights abschießen, dann haben wir einen echten Nachteil, wenn die uns ketten. Ich mach die Lanze eben. Achso, und für alle, die sich wundern, warum die Hansa Raider bei den 8-mal Matches so oft verlieren, wir haben Ewigkeiten gebraucht, um wieder neue 8-mal Matches überhaupt aufzuziehen und dementsprechend sind wir inzwischen wieder total ungeübt, wir haben keine festen Kompanien momentan. Wundert euch einfach nicht. Ja, und wir haben nicht so viele Monobills wie andere. Ja, da strömen wir uns prinzipiell gegen. Also sowas haben wir schon mal kaum bis gar nicht. Da sind wir beim Raben. Rennen auf dem großen Hügel. Jo, hab ich gesehen. Gut. Lasst euch von den Raben nicht auseinandernehmen da als Scout, ja. Wir gehen mit unseren LRMs bitte hier ungefähr in Stellung. Die Direct Fire Supports bitte flankieren uns auf J8 bzw. auf Hotel 6. Wolfskin J8, Hotel 6 Pitchshot. J8, Hotel 6? Ja, du gehst bitte runter nach J8. Alles klar. Gibt's quasi für Cinna Fire Support und Trickshot für Chrissa. Ich hab das unsexy Gefühl, dass die kommen durch die Mitte. Oben auf dem Berg durch die Mitte. Okay. Cinna, wir brauchen da Ziele. LMs hier voller Stopp. Die sind nicht gerade. Oh, na Scheiße, die kommen auf ich sehe sie. LMs voller Stopp. H9 sind sie. H9, H10. Okay. Vor auf E9. Chrissa, kriegst du Ziele? Ich sehe alle anderen Mächte, die sind aber alle 1400 Meter da weiter weg. Gut, dann versuch dich irgendwie näher ranzubewegen, wir brauchen Ziele. Roger. Alle die 7er Linie von H-Richtung. Okay.
Ich habe einen Rahmen am Arsch. Ja, ich komme schon, ich komme schon. Geh dich zurück bitte zu Wolfscan. Er hat ja gesagt, er hat es getan. Trickshot bitte, lass dich nicht abschießen da. Ich bleibe zu weit weg, wenn ich mal näher rankomme. Deshalb halte ich mal verletzt da. Ich glaube nicht, dass wir die so reinkriegen. Mach das ist ein Problem hier mit den Raben. Okay. Die haben es in der Platt gemacht. Ja, ich krieg's also nicht rein. Okay. Theo, Würfskin bewegt sich Richtung uns. Dann werden wir natürlich. Vergiss es, das macht keinen Sinn. Ich bin down. Scheiße. Weiter, wir sind 10 hier weg. Ich bin 10 Meter bis dahin. Oben auf dem Berg sind sie. E9. Die ziehen sich von mir zurück, warum auch immer. Ja, ja, weil wir sie beschießen. Leute, oben überhalb von uns, E9. Ja, wenn ihr die reinkriegt, dann dann bitte, aber... Viel zu weit weg für euch, Leute. Alle anderthalb 1500 Meter ist 500 Meter über die Reichweite, das könnt ihr vergessen. Ja. LRMs haben 1000 Meter. Du bleibst jetzt erstmal bei mir, Wolf. Wir sollten alle relativ zusammenbleiben. Ja, wir bleiben jetzt auch zusammen. Wir ziehen uns ein bisschen zur Basis zurück. Das hat hier keinen Sinn. Basis zurück, lasst sie kommen und dann, wenn sie auf offenem Feld sind, werden wir sie beschießen. Außer du bleibst bitte da. Und wenn sie gleich ankommen und uns an der Basis stürmen, versuchen sie von hinten anzutaggen. Ja, ich bekomme aber gleich Besuch von den Ravens. Haben die dich entdeckt? Ich denke schon, ja. Dann komm zurück. Chrissa, gleich kommt ein Rabe vor dir links hoch. Wir können uns auch direkt oben an die Antenne stellen bei uns. Die Raketen. Naja, stellt euch so bei uns auf, dass ihr auch Deckung von der Direktfeuerkraft kriegt. Wie euch dauert, bitte überlasse ich ganz euch. In solchen Plänen wäre vielleicht die Überlegung, einen Jenner als Scout zu nehmen, wäre vielleicht nicht so schlecht. Ach, dieses PPK-Gemurks ist echt nur nervig. Achtung, Rabe springt auf der rechten Seite runter. Bitte wehtun. Ihr kommt auch nicht näher ran, ne? Ja, das Problem ist natürlich, dass wir jetzt... Rabe nähert sich in J7. Okay. Ihr müsst jetzt mindestens einen Abschuss machen. PPK ein bisschen mehr weiter vorhalten mit der PPK. Ist mal gerade mit der Absicht. Mit Absicht treffen wir schon mal. Die Stanze unwirksam. Und läuft uns bei K6. Treffer, du Sack. Ich lese alle, wie sie da rumstehen.
Problem ist, wir können uns jetzt auch nicht von der Basis verabschieden, weil sonst kommen die Raben und kippen uns die weg. Ja. Wir müssen einen von den Raben oder am besten beide umnehmen. Also ich stehe da gebundelt hinter dem großen Berg mit drei Atlanten oder sowas. Ja. Komm noch mal raus da. Komm doch noch mal raus. Jetzt haben wir den Stalker aus. Können Ketten gehen. Nein. Die Rahmen stehen da. Sobald die Rahmen kommen, bist du im Eimer. Dann haben wir noch ein Kill weniger. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Ja. Aber wenn ich das richtig sehe, drei Atlanten und ein Stalker, was wir da noch haben mit dem Heiler, mit dem Frack. Wir haben jetzt gar keine andere Wahl. Chrisa, kannst du über... Nein, der trifft nicht. Chrisa, der trifft nicht, die ist so weit entfernt. Chrisa, kannst du zu G8 vielleicht gehen und von da aus taggen? Könnte ich versuchen. Wir haben jetzt gar keine andere Wahl. Trickshot, bleibt bitte bei unserer Basis. Der Rest kommt mit mir. Wir rücken jetzt vor Richtung Antenne. Und Chrisa, wir brauchen jetzt Ziele. Und der Rabe da. Ah, ja, ich habe ihn gesehen. Neue Position für uns. Wir rücken jetzt vor. Chrisa, der zweite kommt auch. Wenn die uns immer noch nicht angreifen, dann rennen wir bei denen in die Basis rein. Alpha ist getaggt. Ja, bleibt nicht zusammen. Wolf beschießt die Leute oben auf dem Berg. Die sollen ihre Rübere wegziehen. Ja. Geh damit nicht so nah an den Berg ran, wegen den Atlanten. Ja, wir umlaufen die groß. Könntest du aber bei G8 den Berg vielleicht so seitlich hoch und von da aus taggen? Ja. Vermeidet offenes Feld, wann immer ihr könnt. Alpha wieder. Alpha beschießt. Ich bin zu weit weg zum Taggen. Ich hab den Raben bei mir. Das ist der mit dem offenen Torso, ne? Hast du den kaputt? Querfall auf den Berg legen, wo die draufstehen. Ich bewege mich in Position, dass ich schießen kann. Die sind alle oben da, ne? Umgeht die ein bisschen weitläufiger, Kyons. Ja, also leichter gesagt als getan, wenn ich jetzt dann nicht gerade einfach rüber rauf, das ist die kürzeste Strecke. New target acquired. Chrisa, ziel Charlie. Ein bisschen besseres Bild bräuchte ich mal eben. Wir können wissen, was die Atlanten machen. New target acquired. Chrisa, weiter nach vorne? Ich versuch mal was. Versucht in Atlanten und Reich... Stalker sind weg. Versucht in Reichweite zu bleiben. Die werden unten sein. Versucht in Reichweite zu bleiben. Ich werde jetzt bei I9 UAV zünden. Dann kriegen wir vielleicht die Ziele auf dem Berg. Wolfskin, du schau mal in die Richtung, wo du gerade guckst. Man kann sagen, vielleicht laufen wir uns. Sind mit Sicherheit rum in unserer Basis. Ja? Ja. Hast du Ziele? Okay, kommt, stellt euch bei I8 auf. Sind an der Ridge. In I10 haben sie zwei Kontakte. Ja, da sind die Atlanten. Chrisa, wow. weg, Chrisa! Umdrehen, wegrennen, umdrehen, Chrisa! Sind die, sind welche zu unserer Basis zurück? Nee. I10, nein, die sind alle in I10. Alles klar. Die stehen da alle, haben gewartet und Bündel ist in der Torso geschossen. Okay, bewegt euch in Reichweite. Jo. Sie kommen jetzt. New target acquired. Noch nicht. Der WK kommt ein bisschen weiter zurück, du bist zu weit vom Schuss.
werde jetzt gleich ein schon lang weit weg. Dora ist getaggt. New Target. Ich habe eine UAV gestartet bei mir. Ich habe Ziel Dora. Ziel Dora ist fast einmal. Los, ich los, los, los. Sehr wunderbar. Schön. Wunderbar, sehr gut. Jetzt sind wir dran. Weiter vorrücken. Ja. Ziel Hotel. Das war eng. Ziel Hotel. Ziel Hotel. Ich hab direkt eine Sicht. Ist auch getaggt. Wunderbar. Sehr schön. In G9 und H10 habe ich jeweils einen Ping. Bei H10 noch einen Blick. Bei I10 ist auf jeden Fall noch ein Atlas da unten irgendwo. Ich kriege ihn nur gerade nicht. Ja, du hast Echo rücken, Leute. Ja, Ziel Echo, wenn ihr habt. Scheiße, okay. Rabung geht uns über G9. Neues Ziel, Ziel Charlie. Ist getaggt. Wir gleichen aus mit dem, los. Wunderbar. Ist down. Ich gehe jetzt. Okay, sammelt euch bei H10. Unter mir sind sie, an der H10. Da unten der Atlas. Zwei Atlanten und ein Stalker. Ziel Foxtrot, ich beschieße mit PPCs. Target acquired. Sam ist auf Counter. Versuchen wieder reinzukriegen. Jetzt. Ja, kommt eine Salve noch, dann gewinnen wir. Okay, Rückzug. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ein H9 ist einer. Ein Kill mehr als die haben wir. Die rennt durch. 160 rennt durch zur Basis. Achtung, der Heiler, ne? Ach fuck, die werden mich hier kriegen. Hier ist ein Rabe Hotel bei mir. Right. Target acquired. Critical damage. Warning. Das ist übel, die Hotel nimmt was auseinander hier. Hotel ist aber ziemlich gut geworden. Dann macht den kalt. Wenn es nicht anders geht, dann direkt nachkam. Ich nehme Echo. Oh scheiße, ich habe den Atlas an, ja. New Target acquired. Wer ist hier hinter dir? Ja, ich sehe es. Ah, drehen. Aber Atlas oder Highlander. Gebt mir ein Ziel. New da. Target acquired. Okay. Geht Echo. Und schon wieder draußen. Nein! Das war's. Schade. Aber so eng. Egal, ihr hattet quasi, war Teil eines legendären, epischen, geschichtsträchtig historischen Matches. Oder werdet das mit dem nächsten Match? Eins von beiden stimmt, ne? Und wir sehen uns quasi, ich möchte mal sagen, irgendwie wieder. Hoffentlich. Geheimnisvoll. Richtig, geheimnisvoll werden wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.